Herr Höpflinger, ja. Wir haben das Szenario, dass Ungleichheiten im Alter verstärkt werden könnten. Ja. Hier die fitten Seniorinnen und Senioren, auf der anderen Seite die kranken, behinderten Menschen. Nun könnte man ja einfach feststellen, ja, das ist so. Können Sie deutlich machen, wo genau Sie das Problem sehen? Ja, es ist eben eine doppelte Ungleichheit. Einerseits, weil Altersprozesse sehr ungleich verlaufen. Auch die sozialen Unterschiede sich sehr groß sind. Und dann aber auch ein Teil der Leute sich eben aktiv verhält im Alter und damit das eigene Altern herausschieben kann. Und andere Personen machen relativ nicht und erleben dann relativ frühes Altern. Oder? Und das sind die Ungleichheiten, die nehmen wahrscheinlich noch stärker zu. Und was wir jetzt daran sehen, zu schauen, kann man Projekte machen, gerade für Leute, die eben wenig Ressourcen haben im Rentenalter, die Lebensqualität zu erhöhen mit weniger Ausgaben, nämlich durch vernetztes Haushalten, durch gemeinschaftliche Strukturen, wie das zum Beispiel die jüngere Generation jetzt machen, Share Economy. Das wäre meine nächste Frage und ich würde das gerne auf ganz konkrete Tätigkeiten herunterbrechen. Was kann ein Senior mit einer geistigen Behinderung heute schon konkret tun, um sich möglichst fit zu halten? Ja gut, also wichtig ist wahrscheinlich schon genügend Bewegung, also Muskeltraining. Es kann auch sein, dass zum Beispiel Vitamin D-Supplemente eine Rolle spielen können. Und das ist, also man kann auch, wenn man geistig behindert ist, zum Beispiel in Demenzgärten und in Gartenanlagen, kann man sich stimulieren. Und das scheinen Gärten scheinen enorm positive Wirkung zu haben, weil alle Sinne angesprochen werden. Aber am besten ist natürlich auch für generell, unabhängig von den Behinderungen, wenn Leute etwas machen können, eingebettet. Also am besten funktioniert Bewegung im Tandemsystem. Zwei Leute machen etwas gemeinsam. Turnübungen, Bewegungen. Gut, man kann es auch ersetzen durch Tandem Mensch-Hund. Das geht auch, oder? Aber einfach, wenn man die Leute allein sagt, lässt, um sich zu bewegen, das funktioniert nicht, sondern sie müssen sozial eingebettet werden. Sie selber sind 69 Jahre alt und bemerkenswert fit, sowohl körperlich als auch geistig. Verraten Sie uns Ihr persönliches Erfolgsrezept. Ja, wahrscheinlich eine gute Gene. Also ich mache eben relativ wenig Sport. Oder? Ich werde einfach, was mein Erfolgsrezept ist, ist wahrscheinlich eine gute Ehepartnerin. Nämlich dir geschaut, dass ich nicht zu viel esse, das Richtige esse. Dann auch das Bewegungstraining, mich auch etwas organisiert. Und das geistige Training ist natürlich, wenn man mit Zahlen zu tun hat als Forscher, dann, also ich kann mich besser an Zahlen erinnern als an Namen. Aber es hat vieles sicher auch mit Glück und Genetik zu tun. Zwei Fragen hätte ich noch. Ja. Die eine lautet, was müsste eine fortschrittliche Behindertenorganisation tun, um ein gesundes Altern zu ermöglichen? Ja, also ich muss wahrscheinlich genau beobachten, welche negativen Prozesse entstehen können oder wo entstehen, zum Beispiel jetzt Höreinbußen aufgrund von Höreinschränkungen, von Seheinschränkungen, von sozialer Isolation, eigentlich die Leute relativ sozial gut einbetten. Und da fühlen sich die Leute glücklich. Also wenn man das Wohlbefinden erhöht, ist das nicht unbedingt jetzt gesagt, dass die Leute dann länger gesund bleiben, aber sie bleiben auf jeden Fall länger glücklich. Und das ist eigentlich fast entscheidender als. Also es geht ja nicht um die Dauer des Lebens, es geht um die Dauer eines guten Wohlbefindens. Zum Schluss möchte ich Sie bitten, einen Satz zu vervollständigen. Ich würde mir wünschen, dass die HFH das Thema Generationenunterschiede zwischen jüngeren und älteren Behinderten noch gezielter einbezieht. Ganz herzlichen Dank.